Vielleicht sollten wir uns mal hier mit den Geistern auseinandersetzen. Da hatten wir jetzt schon mehrfach einen Hinweis, dass da Geister sein sollen. Und wenn wir gerade schon mal im Dunkeln da sind, ich weiß ungefähr, wo das ist, dann bewegen wir uns hier halt durch die Finsternis. Nachdem Helle mal ein bisschen Licht gemacht hat, das kann sie ja sicher auch. Splendite! Splendite! So. Auf der Karte nachgeguckt, die ein bisschen lange braucht zum Laden, wie ich finde. So, also das hier war der Bereich. Da die Markthalle und die ganzen Hütten. Hier wohnt Thorgrim und wir gehen jetzt nördlich und versuchen den Anschluss zu der Brücke hier zu finden. Wie aus dem Boden gewachsen steht plötzlich die Alte vor euch. Die Alte. Kennen wir die Alte? Haha, edle Herrschaften, habt ihr nicht ein Stück Brot übrig für die alte Lea? Umständlich beginnt Made im Rucksack damit herumzusuchen. Oder gar eine kleine Münze für die alte Lea, fährt die Bettlerin unverdrossen fort. Made hat seine Suche inzwischen erfolgreich beendet und etwas Essbares hervorgeholt. Die meisten geben mir nichts, weil sie denken, dass die alte Lea sowieso nichts mehr mitbekommt, plaudert die Alte munter weiter. Zwar macht die Bettlerin einen senilen Eindruck, doch Felbert fällt auf, dass sich ihre Augen flink bewegen und jede Einzelheit aufmerksam beobachtet wird. Ja, Felbert ist auch ein schneller Mensch, na nicht wirklich, er ist auch ein Elf. Aber so bettlerinmäßig sieht sie gar nicht aus, das sieht nach einem schönen Kleid aus sogar. Mada hat inzwischen aus seiner Geldbörse eine Münze hervorgekramt und drückt sie der Alten in die Hand. Flink lässt die Bettlerin die Gabe verschwinden. Oho, hab Dank, edle Herrschaften, kreischt Lea und macht dabei einen tiefen Knicks, wobei sie die Rockzipfel weit von sich hält und dem Boden bedenklich nahe kommt. Ist der Boden so dreckig? Haha, die alte Lea ist nicht dumm, oh nein, sie sieht alles, hört alles und merkt sich alles. Das weiß auch Tarek, der sich meistens in Tavernen umhört. Ah, Tarek. Wichtigtuerisch tippt sich die offenkundig Schwachsinnige mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. Filbert ist versucht, die Geste nachzuahmen. Warum? Kann sich aber gerade noch beherrschen. Ich glaube, Filbert würde es nicht machen, um ihr den ihr an, um sie nachzuäffen, sondern einfach weil er es gerne macht. Kommt ihr von weit her, edle Herrschaften? Wir haben uns längere Zeit im Svelthal aufgehalten, bevor wir herkamen. Wir waren zuletzt einige Wochen bei den Elfen östlich von Quirassim. Ja, das war ja das. Da haben wir Party gemacht. Haha, ihr seid weit herumgekommen, edle Herrschaften. Habt ihr denn auch den Elfenkönig im Mondlicht tanzen sehen? Nein, aber den Teufel. Er ums Lagerfeuer und hatte nichts mehr an, aber es kann schon sein, dass auch zuweilen der Mond schien, ja. Leas Blick ist erstaunlich klar, als sie Gulrik böse anfunkelt. Warum Gulrik? Doch gleich auf stiehlt sich wieder das verwirrte Lächeln in ihre Züge und ihr Blick verschleiert sich. Nach kurzem Zögern erzählt Made der Alten von dem Salamanderstein, Sternenschweif und eurer abenteuerlichen Reise durch das Svelthal. Ihr seid euch zwar nicht sicher, wie viel Lea davon versteht, doch hört sie aufmerksam und mit offenem Mund zu. Gegen Ende der Erzählung fängt die Bettlerin plötzlich an, leise vor sich hin zu summen und sich im Takt einer unhörbaren Musik zu wiegen. Erstaunt stellt Gulrik fest, dass ihr der Alten bereits mehr erzählt habt, als allen anderen Menschen in der Stadt zusammengenommen. Argwöhnisch mustert er die Bettlerin. Was Merkwürdiges geht hier vor sich. Ogaslayer Gulrik muss wieder ran, glaube ich. Argwöhnisch mustert er die Bettlerin, die möglicherweise längst nicht so schwachsinnig ist, wie sie zu sein vorgibt. Doch ist das Verhalten der Alten weder dazu angetan, diesen Verdacht zu bestätigen, noch ihn zu zerstreuen. Ohne auf Mades Worte zu achten, entfernt sich Lea von euch, immer noch in ihrem seltsamen Trancezustand gefangen und außerstande, die Realität wahrzunehmen. Ihr schaut der Bettlerin hinterher, solange sie sich noch in eurem Blickfeld befindet, dann geht auch ihr wieder eurer Wege. Tja, Lea. Sehr mysteriöse Persönlichkeit, die man hier plötzlich trifft. Hat aber auch wieder was zu bedeuten. Für unsere Spielpunkte. Denn wir haben jetzt 10. Ja, das Treffen mit Lea auf dem Marktplatz gibt nochmal 3 Spielpunkte dazu. Das heißt, wir haben 1/100 der gesamten Spielpunkte. Wir sind also schon gut im Rennen. Hier ist ein Baum. Hier ist wieder eine Herberge, aber da will ich jetzt noch nicht rein. Sondern will eigentlich eher mehr hier lang. Ich hoffe, ich bin richtig. Und da geht's runter. Das ist eine... Das ist eine weitere Herberge. Und das ist eine Dame, eine Hafenmaid. Und das ist auch die Taverne Hafenmaid. Tja, wo ist der alte Wachturm? Da wollte ich ja hin. Ist das das? Ich glaube schon. Ah, das ist dann ein Steak. Wir sind auf einem Steak. Und
Hier sehe ich nichts. Habe ich genug Licht? Ist Licht an? Helle, mach nochmal Licht an, bitte. Blendete. Ah, es ist an. Okay. Aber besonders hell wird es hier dann trotzdem nicht. Irgendwo muss der Geist sein. Wie spät ist das? 22.30 Uhr. Irgendwo bei den Lagerhäusern müsste das sein. Ah, das ist er, glaube ich. Das ist der alte Wachturm hier. Um das mal zu visualisieren auf der Karte. Ist er da? Geister! So. Neu. Einmal gespeichert. Weiß, was passiert. Der Turm hat eine große Türöffnung, die allerdings dem Anschein nach schon vor Jahren zugemauert wurde. Weiter oben könnt ihr mehrere Fensteröffnungen erkennen. Von Gespenstern ist hier aber nicht viel zu sehen, mault Made. Ist voll enttäuscht. Wie bestellt, flammt vor euch plötzlich ein kleines Licht auf, um das sich ein seltsamer Nebel bildet, der langsam Konturen annimmt und entfernt an eine menschliche Gestalt erinnert. Made weicht erschrocken zwei Schritte zurück. So etwas sollte dir nicht sagen, nuschelt die Erscheinung vorwurfsvoll. Made wird blass. Schweres Unrecht habe ich begangen, deklamiert das Gespenst pathetisch. Deshalb bin ich durch einen Fluch an diesen Ort gebunden und muss hier jede Nacht erscheinen. Misstrauisch schielt Made zu Gurik herüber, doch auch Gurik hat seine gesunde Gesichtsfarbe verloren. ist zurückgewichen und starrt die Erscheinung an. Ja, du bist doch unser Arcana-Meister, du müsstest doch am wenigsten Angst vor Geistern haben. Wollt ihr einen Zauber sprechen? Ich meine, können wir machen. Gurik kann, wer ist denn mit, Dämonologie Geisterbann? Die Erscheinung ringt sich ein gequältes Stöhnen ab. Der Nebel wird konturlos. Das Licht flammt hell auf, dann nimmt der Nebel wieder Gestalt an. Gurik wird für einen Augenblick von einer unsichtbaren Kraft gepackt und geschüttelt, dann ist der Spuk vorüber. So etwas solltet ihr nicht tun, nuschelt die Erscheinung vorwurfsvoll. Langsam beginnt der Nebel zu zerfließen, das Licht wird dunkler, dann ist der Spuk beendet. Entschuldigt mich für einen Augenblick, sagt Helle, verdrückt sich in eine dunkle Ecke und verrichtet dort ein dringendes Geschäft. Ach so, ja. Als Helle gerade die Hosen wieder hochgezogen hat, glaubt sie ein Geräusch zu hören. Völlig bewegungslos verharrt Helle am Platz, um zu lauschen. Ein dunkler, menschlicher Schatten huscht dicht an ihrem Versteck vorbei, wo sie gerade gepieselt hat anscheinend, oder was Größeres, und kichert leise vor sich hin. Nach wenigen Schritten hält der Schatten für einen Moment inne, dann schnalzt er mit den Fingern, so als wäre ihm plötzlich etwas eingefallen. Sekunden später ist die Straße wieder leer. Anscheinend hat Helle den richtigen Riecher gehabt, oder ihre Blase. Nachdenklich kehrt Helle zu den Gefährten zurück. Ist das Geist jetzt weg? Sehr merkwürdig. Aber das Geisterbannen hat ja dann wohl nicht gewirkt. Also müssen wir uns wohl was anderes überlegen. Denn sonst, ja. Aber vielleicht sollten wir ihn ein zweites Mal dann aufsuchen am nächsten Tag. Aber erstmal natürlich hier müssen wir, da wir nicht in der Stadt rasten können, das haben sie komplett abgeschafft, diese Option. Sollten wir vielleicht dann mal in der nächsten Gaststube kampieren. In der Trutzburg. Die Trutzburg. Müssen wir jetzt was essen? Ne, immer noch nicht. Wir kriegen immer genug zu essen anscheinend. So. Wir leben von Luft und Liebe. Die Deppenbande liebt sich. Ein schönes, offenes Feuerchen hier. Das ist ein Mann namens Cyber Volopdan. Was für ein Name? Cyber Volopdan, Gastwirt. Was kann ich für euch tun? Was gibt es so an Neuigkeiten? Holberger, überall sind Holberger, ganz gleich wohin man schaut. Dieser Abschaum läuft immer noch frei herum und es werden laufend mehr. Und die Ratten vermehren sich schneller. Die Holberger verschandeln das ganze Stadtbild. Ich kann nicht verstehen, warum der Stadtrat nicht endlich was unternimmt.
Orks. Gibt es was Neues von den Orks? Die Orks haben Riva bald in der Tasche. Schaut euch doch um. Die Holberger sind überall, sehen alles und erkunden alles. Warum sollen die Schwarzpelze angreifen, wenn ihnen der Profit ohnehin sicher ist? Holberger. Was haltet ihr von den Holbergern? Ja, das hat er mehr oder weniger schon angedeutet. Ausgerechnet hier musste sich die Brut breit machen. Meine Herberge war lange Zeit eine gute Adresse. Doch seit die Holberger sich hier niedergelassen haben, kommt kaum noch jemand hierher. Alle anderen Herbergen haben mir den Rang abgelaufen. Ich muss über jeden Gast froh sein, den ich kriegen kann. Ihr glaubt gar nicht, was für Geschmeiß ich hier einnisten möchte. Ihr geht sicherheitshalber davon aus, dass der Mann nicht euch meint. Jede andere Annahme wäre der Gesundheit des Wirtes abträglich. Oho, will die Deppenbande also selbstständig jetzt schon Leute verprügeln? Mehr weiß er auch nicht. Und ja, da muss er sich drum kümmern. Ja, die Trutzburg. Immerhin gibt es hier eine Suite. Langsam gefällt mir das Lied. Okay, verlassen wir die Trutzburg. Ja, und da geht's zu den Holbergern hoch. Aber da will ich noch gar nicht hin. War hier nicht noch was zu erledigen? Naja, hier war noch was zu erledigen. Hier geht's runter zu der niederen Unterstadt sozusagen. Hier ist auf jeden Fall das Badehaus, das haben wir erkundet. Jetzt kommt das nächste Häuschen. Bin ich eingebrochen? Ah ne, ich hab gewartet. Es ist Aaron Runolfsson. Runter zum Guße, was führt euch zu mir? Gibt es irgendwas Besonderes in Riva? Im alten Wachturm am Hafen soll es dann und wann spuken. Wir hatten eine Zeit lang den Verdacht, dass die Gilde dort ein Versteck hätte, doch wir haben den Turm mehrfach durchsucht, ohne etwas zu finden. Ox. Haltet ihr die Holberger für die Drahtzieher? Nein, natürlich nicht. Die Schwarzpelze erkennen die Holberger nicht mal als vollwertig an. Wir können sie der Anweisung von ihnen entgegennehmen. Die Holberger. Na, darüber weiß er weiter nichts. Okay. Der Dienstruf, schaut doch einfach ein andermal vorbei. Okay, Runolfsson, dann lassen wir dich mal in Ruhe hier. Sieht aus, als würdest du sowieso gleich einschlafen. So. Und hier, ich muss ganz nah rangehen an die Türen. Charginje Emschen. Ja, was wünscht ihr? Gibt es irgendwas Interessantes in Riva? Gar nicht weit von hier leben die Holberger. Angeblich sollen sie mit den Orks verwandt sein. Naja, in ihrem Aussehen nach könnte es auch stimmen. Die Holberger wohnen beinahe in einem abgeschlossenen Bezirk, denn rundherum sind die meisten Menschen in andere Stadtteile gezogen und die Häuser stehen seither leer. Orks. Sind die Holberger die Drahtzieher? Irgendwer muss ja wohl dahinter stecken. Die Orks können einen solchen Plan unmöglich allein entwerfen und durchführen. Die Holberger haben schließlich recht gute Kontakte zu den Orks. Da liegt es doch auf der Hand, dass sie den Schwarzpelzen den Floh ins Ohr gesetzt haben, oder nicht? Die Holberger. Ich habe noch zu tun, gehabt euch wohl. Ich muss wahrscheinlich im Badehaus arbeiten. Ich meine, sie kann natürlich auch woanders arbeiten, bei der Stadtreinigung. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Und hier? Andra Solvasdotter, auch eine Torvalerin. Ja, was ist? Gibt es was Besonderes? Am Hafen steht der alte Wachturm, dort soll es spuken. Orks? Sind das die Drahtzieher? Was die Holberger den ganzen Tag übertreiben, weiß in der Stadt keiner so recht. Dauernd sind sie draußen bei den Orks. Angeblich treiben sie nur Handel mit den Schwarzpelzen, aber wer weiß, ob sie nicht gemeinsam Pläne aushacken. Holberger. Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr. Frag doch einfach woanders nach. Macht's gut. Okay. Dann tun wir das halt. So. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Ja, ist ziemlich groß. Das ist, glaube ich, das Ratsgebäude von Riva. Wir werden gleich auch nochmal einen Besuch abstatten, dem Bürgermeister sozusagen. Bei der waren wir doch gerade schon. Ja, und wer ist hier noch? Das sieht nach einem Pfeil und Bogen aus. Und das ist die Bogenbauerin Kaya Senscheid. Ja, könnte da einen elbischen oder nivesischen Einschlag haben. Den Zwölfen zum Gruße. Ja, der auch die Zwölfe zum Gruße. Riva. Was gibt es über Riva? Im Süden vor der Stadt lebt in einem Turm ein Magier, der angeblich schwarzmagische Studien betreibt. Was gibt es über Orks? Man munkelt von einer Verschwörung zwischen Orks und Holbergern. Worum soll es denn dabei gehen? Manche Leute glauben, dass die Holberger die Drahtzieher des Orkenaufstandes sind.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Holberger verhalten sich Fremden gegenüber zwar abweisend, weil sie schon schlechte Erfahrungen machen mussten, sind aber insgesamt gutmütig. Viel zu gutmütig, um an einer Verschwörung beteiligt zu sein. Okay. Holberger. Ja, ich kenne sie auch nicht so genau. Scheint ja doch. Waffen. Was habt ihr denn an Waffen da? Ich baue und verkaufe Bögen. Natürlich bekommt ihr bei mir auch die nötigen Pfeile. Es sind einige besondere Exemplare dabei, wenn ihr möchtet. Könnt ihr sie euch ja mal anschauen. Ja, und das werden wir auch, denn die sind super. Können wir uns noch etwas, nicht noch mehr über Waffen erzählen? Da kenne ich mich zwar einigermaßen aus, aber ich bin noch lange kein Experte. Ihr habt ja selbst genügend Waffen, wie ich sehe. Ich muss jetzt schon wieder an die Arbeit. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Na gut. Ja, das Interessante hier an Kaya Senscheid ist eben hier, was sie verkauft. Sie verkauft Kurzbögen, Langbögen und Kurzbogenleicht. Aber auch Langbogenleicht und Langbogen extra leicht. Aber der kostet auch 52 Dukaten und wir haben nur 61. Das weiß ich gar nicht, wie gut die sind. Ich weiß zwar, einer von den Bögen. Warum machen wir es nicht so? Und befragen einfach mal wieder unseren Meister. Hier bei Crystals. Weitere Spielhilfen. Waffen und Rüstungen DSA 1. Ich suche eigentlich eher die aus DSA 3. Denn einer von diesen Bögen ist genauso gut wie der magische Arturion-Bogen, wobei sie dann nicht magisch sind, aber sie sind genauso gut und treffen sehr gut. Waffen in Sternschweif. Schusswaffen da. Aber das ist auch nicht dabei, das ist auch nur Sternenschweif. Schatten über Riva, da muss ich eigentlich gucken. Kartenmaterial, weitere Spielhilfen. Ja, weitere Spielhilfen, das suche ich eigentlich. Talente und Zaubersprüche, blub, 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 blub. Nee. Tö. Interessant. Naja, ich habe sowieso nicht genug Geld, aber wenn, dann würde ich mir auch diese extra Leichen holen, weil wenn schon, denn schon. Ne? Also. Und, ja, Pfeile gibt man ja auch. Und, ja, die sind genauso gut wie der Arturion-Bogen, den Helle ja, glaube ich, dabei hat. Arterion meine ich, nicht Arturion. 7 bis 12 Schaden und 0-0. Während ein anderer Bogen 5 bis 10 hat nur, oder auch 0-0, aber gut. Der macht dann auf jeden Fall 2 Schadenspunkte mehr pro Schuss, das ist schon mal sehr gut. Und das sind auch diese Bögen. Und die sind natürlich auch noch leichter, das heißt, wir können mehr mit uns rumschleppen. Also sollten wir da auf jeden Fall nochmal hingehen. So, Rathaus. Lassen wir uns beraten. Das Gebäude ist ziemlich verwinkelt und der Gang führt bis vor eine kleine Tür, an der allerdings kein Schild angebracht ist. Schulterzucken klopft Marder an die Tür. Stadt- und Landesgericht zu Riva. Guten Tag. Ja, wir sind hier gerade dabei, ein paar Akten zu sortieren und zu schreiben und ein paar Wappen hängen auch da dran. Ob das wohl das Wappen von Riva ist, wir wissen es nicht genau. Wir fanden einfach nur, das gehört sich so in einem Rathaus. Und das ist Boss bei Jarnung. Jarnuk. Den Zwölfen zum Gruß. Wir sind Fremde in der Stadt und versuchen uns gerade ein wenig zu orientieren. Tretet ruhig näher. Soweit ich vermag, werde ich eure Fragen beantworten. Riva. Können wir uns etwas über die Stadt erzählen? Allgemeine und ausführliche Informationen gibt es im Rathaus. Ich kann höchstens einige Gerüchte zum Besten geben. Das reicht doch. In der Gegend des alten Wachturms soll es immer noch spuken, obwohl der Eingang schon vor Jahren vermauert wurde. Außerhalb der Stadt lebt ein Magier in seinem Turm. Auch dort soll es spuken, weswegen die Bürger diese Gegend meiden. Südöstlich der Stadt betreiben die Zwerge eine Mine. Ah, es ist südöstlich, nicht nur östlich. Vor 2 Jahren tauchte ein Druide in der Stadt auf, der aber ebenso geheimnisvoll wie plötzlich wieder verschwand. Es findet sich immer wieder jemand, der behauptet, ihn gesehen zu haben. In der Kanalisation treibt allerlei Gezücht sein Unwesen. Nicht nur Gildenabschaum, auch eigenartige Kreaturen wurden dort angeblich schon gesichtet. Sprechende Schildkröten. Aber wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte, bislang unbestätigt und teilweise auch ziemlich unglaubwürdig. Na, ich sag mal so, das hat schon alles Hand und Fuß, was er da sagt. Also hier kriegt man quasi einen groben Überblick über alle Quests in der... die uns da erwarten. Orks. Wisst ihr etwas über die Verschwörung zwischen Orks und Holbergern?
Die Holberger halten unsere Handelsbeziehung zu den Orks aufrecht. Selbstverständlich haben sie engen Kontakt, trotzdem halte ich es für falsch, daraus eine Verschwörung abzuleiten, zumal weder die Orks noch die Holberger die dazu nötige Intelligenz besitzen. Die sind alle blöd. Nicht so wie wir in Riva, wir sind alle super schlau. Und die Deppenbande ist natürlich selber auch nicht so schlau. Könnte diese Verschwörung nicht von anderen Leuten gesteuert werden? Sicher, das wäre möglich, doch darf nicht vergessen werden, dass die Orks das gesamte Zwelltal mit Krieg überziehen. Holberger dagegen gibt es außerhalb des Orklandes nur hier in Riva. Weshalb sollte sich jemand die Mühe machen, hier die Holberger für seine Zwecke einzuspannen, wenn es überall sonst auch ohne sie geht? Das stimmt. Holberger. Wisst ihr noch etwas mehr über die Holberger? Nein. Über die Orks? Nein. Über Riva? Auch nicht mehr. Okay. Das war's dann wohl. Mit wem haben wir eigentlich gerade gesprochen? Fragt Made unter der Tür. Der Mann erhebt sich von seinem Platz und deutet eine leichte Verbeugung an. Dann stellt er sich vor. Mosbah Yarnung, Yarnuk, Stadt- und Landesrichter zu Riva. Ja, und anscheinend auch wohl der Bürgermeister sein, der gerade keine Zeit hat, mit uns zu reden. Aber da ist das Stadt- und Landesgericht. So, Markthalle. Und hier ist auch nochmal so eine. Hier ist auch nochmal ein Gebäude. Was auch interessant ist. Denn es ist die Volksschule mit einem Skelett. Hier lernen wir über Anatomie des Menschen. Von Wolfgang Lustbader. Der ist wohl gerne im Badehaus. So sehr, dass sich sein Name geändert hat. Er hieß früher anders. Wolfmann Hubbelpot. Hey, seht mir aber nicht so aus, als müsstet ihr noch zur Schule gehen. Wie man sich doch täuschen kann. Tja, die Tempenbande muss zur Schule. Riva. Gibt es in Riva irgendetwas Interessantes hier? Mr. Lehrer oder Schüler oder was auch immer du bist. Klar, na klar doch. Riva ist schließlich eine große Stadt. Im Sinnesrausch zum Beispiel ist bisher noch jeder auf seine Kosten gekommen. Ansonsten könnt ihr auch ins Badehaus gehen. Seit ein paar Monaten haben sie da diese schnucklige Blonde frisch aus Torwahl. Ach, also doch die Nachbarin, von der ich dachte, dass sie im Badehaus arbeiten würde. Ha, die Blonde. Also die ist schon irgendwie massiv gebaut, wie ein Gebirge. In einigem Abstand hält der Kerl seine Hände vor die Brust und grinst dabei dreckig. Danke, Wolfmann Lustbader. Orks. Glaubt ihr an eine Verschwörung zwischen Orks und Holbergern? Denen ist doch alles zuzutrauen, sie passen ja auch ganz gut zusammen. Beide sind faul, schmutzig, stinkend und den Tieren näher als den Menschen. Der Wolfmann ist ein ziemlicher Arsch. Wisst ihr noch mehr über die Holberger? Mehr kann ich euch wirklich nicht sagen. Tja, ich muss noch was tun, amüsiert euch gut. Was für ein nerviger Kerl. Ah, ich will trotzdem noch mal mit ihm reden. Tag, der hört doch gar nicht auf. Schule. Macht die Arbeit hier Spaß? Naja, Hausmeister ist nicht das Schlechteste. Aber am besten hat's der Fernal. Der gibt hauptsächlich Abendkurse für Erwachsene. Da ist auch hin und wieder das ein oder andere Mäuschen dabei. Also müssen wir am Abend wiederkommen. Da kann man hier nämlich in der Schule sich hier weiterbilden lassen in ein paar Bereichen, wo ich mich frage, ob ich das überhaupt brauche. Aber man kann es halt, wa? Man kann sich halt weiterbilden. Ist nur unnötig. In diesem Fall. Was kann man da lernen? Da kann man hier... Und man muss einen Talentwert von 11 haben schon mal. Und ja, beim dritten Besuch bekommt man einen Bonus auf Geschichte, beim fünften was auf alte Sprachen und beim zehnten auf Geografie. Das einzig Interessante wäre, glaube ich, alte Sprachen vor allen Dingen, um irgendwas zu entziffern, glaube ich. Die anderen Geografie eher weniger, wir sind ja nicht wirklich am Reisen hier. Ja, wir amüsieren uns noch gut, Mr. Höhö. Und lassen dich mal alleine mit deinem Untoten da. So, das ist hier das Ratsgebäude, das sich weiter nach hinten erstreckt. Und wer wohnt hier? Moved Welzelin. Sieht sehr streng aus. Ihr wünscht. Gibt es irgendwas Interessantes? Die Holberger werden von den meisten Menschen gemieden. Früher hatte ich viele Nachbarn, doch inzwischen sind etliche Familien aus dieser Gegend in andere Teile der Stadt gezogen. Bald wird es im Norden der Stadt nur noch Holberger geben. Orks. Haltet ihr die Holberger für die Drahtzieher? Damit sollte man zumindest rechnen. Holberger. Keiner weiß genau. Okay. Ja, Moved Welzelin, dann
Die Zwölfe seien auch mit dir, mein Freund, und wir verziehen uns wieder. Die Deppenbande hat was zu tun. Sie wissen noch nicht genau was, aber sie haben was zu tun. Und wer hauset hieret? Werner Lonnert. Ein schönes Lächeln hat sie auf den Lippen. Besuch, das freut mich aber. Kommt ja sonst keiner vorbei. Naja, was sage ich? Habt ihr eigentlich schon gehört, der Richter soll sich mal wieder eine Frau geholt haben. Bei der soll mittlerweile sogar etwas unterwegs sein. Na, ob das wirklich vom Richter ist, sei dahingestellt. Mangel an Männern hatte die ja nie. Wir sind... Und wie sie groß getan hat, weil sie doch im Büro gearbeitet und nicht mit den Händen. So wie unser einst. Das hat sie jetzt davon. Bei einer solchen kann ja nichts Gutes dabei herauskommen. Ah ja, wir wollten... Na, was rede ich? In der Küche sieht es so aus wie... Huch, das darf ich euch gar nicht erzählen. Auf jeden Fall, macht's noch gut. Tja, die Berner Lonnert hat die Deppenbande voll überquatscht. Vielleicht beim zweiten Mal. Hallo, wir sind... Hallo, ihr seid doch sicher schon... ihr wisst doch sicher schon das Neueste. Der Richter hat sich anscheinend wieder an eine Frau herangemacht. Eine Zeit lang sah es ja so aus, als würde er sich nur noch für Männer interessieren. Naja, was soll's. Kann mir eigentlich egal sein, mit wem er sich Januk so herumtreibt. Ach, der Typ. Der Richter. Solange er die Finger von mir lässt, ist alles in Ordnung. Aber was rede ich? In meiner Küche sieht's noch aus... Ich darf gar nicht dran denken. Macht's noch gut. Ja, sonst noch was? Nochmal Text. Hallo, ihr wisst doch schon sicher das Neueste. Die Zwerge fühlen sich anscheinend nicht mehr wohl, so nah am Wasser. Das heißt, dass immer mehr von ihnen in die Berge zurückkehren. Ich habe ja gleich gesagt, lange halten die Zwerge das nicht durch. Keine Erträge, Wassereinbrüche. Ich verstehe sowieso nicht, weshalb sie überhaupt angefangen haben, ausgerechnet in dieser Gegend nach Erz zu suchen. Aber was rede ich? In meiner Küche sieht's noch aus. Mein Gott, wie viel Text hat sie ihnen gespeichert hier? Hallo, wisst ihr schon das Neueste? Tarik schleicht neuerdings andauernd bei den Hohlbergern herum, als sei er bei ihnen zu Hause. Es würde mich nicht wundern, wenn Tarik mit den Orts- und den Hohlbergern gemeinsame Sache macht. Bisher hat er noch immer seine Schäfchen ins Trockene gebracht. Es würde gut zu ihm passen, dass er die Stadt für ein paar Goldstücke an die Schwarzpelze verrät. Aber was rede ich? Meine Küche, ja, meine Küche. Gibt's noch mehr? Hallo, wir sind. Hallo, ihr wisst sicher schon das Neueste. Der Scharfrichter hat wohl schon das Beil gewetzt. Das heißt, die Garde mache mobil für den entscheidenden Schlag gegen die Gilde. Da werden Köpfe rollen, und zwar nicht nur in der Kanalisation. Den einen oder anderen hohen Herrn wird es wohl auch erwischen. Aber was rede ich? Meine Küche... Und was hast du noch zu sagen? Wisst ihr schon das Neueste? Letzten Vollmond wurde der Werwolf wieder gesehen. Ganz in der Nähe der Wohnung des Rattenfängers war's. Wenn der mal nicht dahinter steckt... Ist wahrscheinlich von einer Wehrratte gebissen worden und jetzt versteckt er sich in der Kanalisation. Es wird Zeit, dass die Garde mal ordentlich durchgreift. Die Gilde, den Rattenfänger, all das lichtscheue Gesinde sollte man hinter Gitter bringen. Auch die Untoten vom Friedhof, oder? Ja. Berner. Hallo, wisst ihr schon das Neueste? Es sind schon wieder 4 Handelsfuhren der Hohlbäcker zu den Orks unterwegs. So viele auf einmal waren es noch nie. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis sie die Stadt überrennen. Aber es wurden schon monatelang keine Orkkrieger mehr gesichtet. Ich muss gerade lachen. Oh Mann. Der Stadtrat hat schon erwogen, ob man die Gelegenheit nicht nutzen sollte, die Brut endlich auszumerzen. Aber man muss immer daran denken, was ist, wenn ihn Riva später doch in die Hände fällt. Tja, meine Küche sieht's aus. Hallo, bist du schon das Neueste? Die Zwerge fühlen sich anscheinend nicht mehr wohl so nah am Wasser. Achso, jetzt kommt hier Wiederholung. Okay. Ich glaube, da haben wir alle Texte von Berner Lonnert durch. Ah ne, doch nicht. Es gibt... Oh Gott. Hallo, wisst ihr schon das Neueste? Es finden immer wieder Reisen in der Nähe der Stadt. Anfangs haben die Leute ja behauptet, sie wären in das geheime Heerlager der Orks gestolpert, aber es sind immer nur einzelne Personen. Das klingt eher, als würde man sie gezielt überfallen. Ich wette, da steckt der Bursche im Turm dahinter. Dann reichen die Tiere für seine Experimente nicht mehr aus. Hallo, wisst ihr schon das Neueste? Die Ulfarans sind jetzt auch umgezogen. War ja klar, wer möchte schon dauernd bei den Schwarzpelzen wohnen? Sie wohnen jetzt auf der anderen Seite des Flusses. Sagen, sie hätten keine Lust, in 2 Jahren erneut umzuziehen. Diese Hohlbäcker machen sich nämlich in der Stadt breit, dass einem Angst und Bange wird. Bald werden sie alle Bewohner der Stadt vertrieben haben und dann gehört Riva den Schwarzpelzen, ohne dass sie ein Heer schicken müssten. Aber was rede ich? Ja, was rede ich? Ja, was rede ich eigentlich? Wisst ihr schon das Neueste? Schon immer Reisende in der Nähe der Stadt. Ja, das ist der Magier, der Hinweis auf den Magier. Noch mehr. Wisst ihr schon das Neueste? Tarik schleicht... okay. Das ist der Tarik. Tarik ist wohl ein Mann, der mit den Hohlbäckern gut kann.
Hallo, bist du schon das Neueste, hä? Die Gilde hat letztens einen Lagerschuppen der Stadtgarde leergeräumt. Die ganze Nacht über soll eine Kompanie um den Schuppen patrouilliert haben und keiner hat etwas bemerkt. Schlimm genug, dass sie das Zeug unter den Händen haben wegnehmen lassen. Jetzt ist dieses Gesindel auch noch gut bewaffnet. Die hatten nämlich die Ausrüstung für ihre Elite-Einheiten gelagert. Keine Billigeisen, sondern gut ausbalancierte Waffen und teure Rüstungen. Ich weiß das Neueste. Wisst ihr schon das Neueste? Ah. So. Noch mehr Texte. Ja. Ich glaube, jetzt so langsam sollten wir sie haben. Der Werwolf wurde wieder gesehen. Ein noch, ja, und schon wieder der Werwolf zweimal hintereinander. Das ist so langsam das Zeichen für mich hier, dann Berner Lonert oder Lonert mal in Ruhe zu lassen. Meine Güte, was für ein Gesprächsstoff. Die Frau lässt nicht locker. So. Wer wohnt hier? Elimar Harder. Guten Tag. Elimar Harder, Steuerinspektor der freien Handelsstadt Riva, steht auf einem kleinen verzierten Schild neben der Tür. Ein Stadtbediensteter, mault Made. Warum? Ein Mann mittleren Alters öffnet euch und blickt euch fragend an. Ja. Riva, gibt's was Interessantes? Am Hafen steht der alte Wachturm. Schon mehrere Geisteraustreiber haben dort ihr Glück versucht, aber geholfen hat es nichts. Immer wieder hört man, dass es dort spuckt. Orks. Die Holberger sind zu friedlich, als dass sie die Orks aufwiegeln würden. Und die Holberger kennt keiner genau. Okay. Ja, das war Elimar Harder. Ganz normales Gespräch zur Abwechslung mal nach diesem ganzen... Kennt ihr schon das Neueste? So. Oh, was denn hier? Ist hier was? Gut, Made guckt nach unten. Made guckt nach oben. Und wer wohnt hier in diesem Gebäude? Ich bin beschäftigt und brauche keine Hilfe. Eine Dame, die sich wohl nicht, mit der man wohl nicht leicht reden oder ins Gespräch kommen kann. So, was ich jetzt eigentlich noch machen wollte, war nämlich hier diese Spukgeschichte beenden. Denn wir wissen das Neueste. Oh, wir können auch da langlaufen, ne? Es ist ja noch nicht Nacht. Ich muss ein zweites Mal zu der Nacht, um mal weitere Hinweise zu kriegen. Wenn wir hier diesen Pfad entlang laufen, dann sehen wir dort eine Festung vor uns auftauchen, so langsam aus dem Nebel sich schälend. Eine Brücke ist hier, eine Zugbrücke. Denke ich zumindest. Eine Grube. Tja, wer hier rein will. Unbefugten ist der Zutritt zur Feste untersagt, erklärt die Wache bestimmt, aber nicht unfreundlich. An jedem Erztag wird 2 Stunden nach Mittag eine öffentliche Führung veranstaltet. Oh, Erztag. Müssen wir uns mal merken, wenn wir gerade da sind. 3 Heller pro Person. Jeden Feiertag findet zur zweiten Abendstunde eine Wehrübung statt, an der jeder Waffenfähige teilnehmen kann. Da kann man ein bisschen Kampf lernen tatsächlich noch. Die Frage ist nur, wie viel. Oh, Speere und Schwerter werden da gesteigert. Und danach temporär für 2-4 Tage, wenn man ein zweites Mal hingeht. Aber beim ersten Mal lohnt sich das. Und Erztag zwischen 12 und 14 Uhr gibt es dann die Führung. Und da kriegt man einen Bonus für Geschichte und Kriegskunst, aber auch beim ersten Mal und danach temporär für 2-4 Tage. Es ist Winztag, okay. Also Erz- und Feuertag müssen wir uns merken. Dann sollten wir hier mal herkommen zur Feste und dann kann man da was machen. Da kann man da was unternehmen, ein bisschen Spielspaß und Kinderüberraschung. Lagerhäuser. Da könnte man so runterrutschen direkt auf das Dach und dann wow! Wow! Direkt ins Wasser fliegen. Die Deppenbande würde es machen, wenn es ginge. So, die Hafenmaid ist da. Da ist der Steg, in dem wir im Dunkeln waren. Und da ist die Feste. Sieht man dort. Und hier sonst noch mehr Lagerhäuser. Ja, Riva ist so eine Handelsstadt am Meer. Verschlossene Lagerhallen. Ja, da tut sich nichts.
Lager, alles verschlossen. Ah, was mit diesem Haus hier? Oder ist ein Tempel? Den wollen wir auch nochmal besuchen. Und es ist niemand in diesem Haus drin, okay. Das Lagerhaus ist ein bisschen kleiner, es könnte fast betretbar sein, aber nein, ist es auch nicht. Ja, okay, ich glaube, das sollte ich... Das hat sich erübrigt, aber hey, man weiß ja nie. Der Effa-Tempel zu Riva. Ja, und da sehen wir einen Triton im Hintergrund oder einen Typ mit einem Dreizack. Das wird ja wohl dann hier so eine Art Triton-Neptun sein. Und Wasser ist sogar animiert, das ist schön. Sehr entspannend und alles in blau gehalten. Auch der Priester. Es ist Norad Zölken. Effa zum Gruße. Elia Kabeck sendet uns. Wir sollen uns ein wenig in der Stadt umhören. Soweit ich euch helfen kann, werde ich euch gerne unterstützen. Riva. Was gibt es Wissenswertes über Riva? Abgesehen von den Hohlbergern, also da wäre noch der alte Wachturm, gleich hier nebenan. Dort spukt es immer wieder. Vor Jahren wurde der Zugang schon zugemauert, aber geholfen hat es nicht. Orks. Glaubt ihr an eine Verschwörung zwischen Orks und Hohlbergern? Das ist schwer zu glauben. Ich weiß, dass die die Hohlberger sind insgesamt recht gutmütig und scheinen harmlos. Aber was wissen wir denn wirklich über sie? Nichts, gar nichts. Wer kann wissen, ob sie uns nicht nur etwas vorspielen? Ihr solltet jedenfalls die Hohlberger stets im Auge behalten. Keiner weiß genaues. Weiß keiner was über Hohlberger. Effert. Der Tempel ist sicher gut besucht. Ja, sicher. Riva ist Hafenstadt. Da kommen natürlich viele Seeleute herbei, um dem Gott der Meere ihren Dank abzustatten. Können wir uns ein wenig von Effert erzählen? Dem Gott der Seefahrt sind ganze Bibliotheken gewidmet und der Geweihte kann euch nicht nur ein wenig, sondern eine ganze Menge erzählen. Das wir auch hoffen. Möge Effert mit euch sein. Okay, gut. Also wieder Hinweis auf das Gespuke hier. Das Spukschloss. So, können wir am Tag vorbeigucken. Hier ist nämlich dann hier wieder der Spukhaus, wo Helle irgendwas entdeckt hat, nachdem sie dann spontan pissen musste. Ich kann das auch nicht anklicken. Ich gucke aber mal nach oben. Da, das ist der Turm, das ist die Spitze. Okay, da ist das Fenster und da ist die Tür. Ha, nicht schlecht. So, was haben wir denn hier noch? Das sind auch noch ein paar Hütten, ne? Oh, da geht's zu der Unterstadt sozusagen rein. Das spare ich mir noch ein bisschen auf. Aber hier ist auch eine Hütte. Was soll das? Habt ihr nicht genug Probleme? War das ein junger Mann mit einer Augenklappe? Sieht nach Piraten aus. Und da ist die Brücke. Da ist es, wo wir zum Marktplatz abgeführt wurden. Und ja, hier ist eine Hütte. Und dann haben wir quasi den Pfad jetzt wieder erstmal hier aufgedeckt. Es gibt noch einen zweiten Pfad dahin. Also hier von der Brücke dann hier rüber und hier lang. Da ist die Unterstadt in diesem Bereich. Also hier lang gelaufen. Hier ist das alte Wachturm mit Geistern. Effa-Tempel und Trutzburg. Hier geht es zu den Hohlbergern. Da erkunden wir auch nochmal. Hier ist der ganze Marktplatzbereich, den wir jetzt erkundet haben. Und haben wir das Haus da ignoriert? Ja, weiß ich noch nicht. wen haben wir denn hier? Seilerin Jette Hafgebel. Ja, der hat auch ein paar Werkzeuge fürs Seile machen. Ab einer Menge von 1000 Schritt kommen wir ins Geschäft. Danach gibt's auch kleinere Mengen zu günstigeren Preisen. Die Seilerin zwinkert euch zu, vertraulich zu. Nach dem Preis fragen, auf den Handel eingehen oder lieber die Finger davon lassen. Wir fragen erstmal nach dem Preis. Seile gibt es in zwei Ausführungen, normal und stark. Sonderanfertigungen auf Bestellung. Ein normales Seil kostet euch 5 Heller, pro Schritt ein starkes 9 Heller. Das normale Seil ist die Sorte, die es in jedem Laden zu kaufen gibt. Die starke Ausführung wird hauptsächlich auf Schiffen verwendet. Wollt ihr auch auf den Handel eingehen oder lieber die Finger davon lassen? Ja, also starke Seile, wir brauchen ja nicht wirklich Seile, weil Gulriks Stab kann sich immer in ein Seil verwandeln und das ist immer stark genug, weil es ja unzerbrechlich ist und unzerreißbar dann anscheinend auch. Und ich weiß jetzt nicht, soll ich das machen? Können sie mal machen, weil das nur 9 Heller sind. Normale Seile gibt's überall. Wir nehmen die starke Ausführung bestimmt Made.
Geschäftig beginnt die Seilerin, das Seil abzumessen. Sie ist so sehr in ihre Arbeit vertieft, dass sie nicht bemerkt, wie Madeis Gesicht beim Anblick der immer größer werdenden Seilrolle länger wird. Macht 90 Dukaten, strahlt die Seilerin schließlich und schneidet das Seil ebenso sorgfältig wie gerade ab. Ihr könnt natürlich auch einen Schuldschein unterzeichnen, beeilt sich die Seilerin zu sagen, als sie Mades betretenen Blick bemerkt. Allerdings lasse ich mich solch jedenfalls den Preis betreffend auf keine Debatten ein. Sie läuft zu einem kleinen Schreibtisch in der Ecke und beginnt mit der Feder auf einem Pergament herumzukratzen. Dann lässt sie sich von Mada eine Unterschrift geben. Unter Aufbietung aller Kräfte gelingt es euch, den Seilberg vor die Tür zu schaffen, wobei euch die Seilerin behilflich ist. Er scheint ja selber auch kräftig zu sein. Von wegen 9 Heller, da sind 90. 90 Dukaten, die haben wir gar nicht. Jetzt muss ich den Schuldschein aufnehmen, also musste ich auch noch nie. Öffnen wir mal was Neues. Also nur Mades Unterschrift, die anderen können eigentlich weglaufen. Werden mich bald wieder, winkt sie euch zum Abschied, ne? Made kratzt sich am Kopf. 1000 Schritt sind ganz schön viel, stellt er fest, und verdammt schwer. Helle nickt zustimmt. Ungefähr 10.000 Unzen. Weit werden wir damit nicht kommen. Sinnend betrachtet Made das Seil. Sag mal, wir sind doch hier in der Hafengegend. Es dauert eine ganze Stunde, bis ihr das Seil an einen günstigeren Ort transportiert habt und nochmals 5, bis ihr es restlos an diverse Seeleute und andere Passanten verkauft habt. Den größten Posten, 300 Schritt, hat euch ein Handelsfahrer abgenommen. Insgesamt habt ihr 92 Dukaten eingenommen. Ihr seid völlig geschafft. Hey, 2 Dukaten Gewinn gemacht. Was für ein Handel. Mades Körperkraft sinkt um 3 Punkte. Filberts um 3. Borpos um 3. Torbons um 3. Helles um 3. Gulriken auch um 3. Was bedeutet, wir sind temporär schwächer, aber immer noch stärker als unsere maximale Körperkraft, da wir den Kraftgürtel bei uns haben. So. Und wir haben 153 Dukaten. Ja, also haben wir... Aber der Schuldstein, was ist denn damit? Wer hat den Schuldstein schon mitgenommen? Hier ist das Rezeptbuch. Ups. Okay, das ist unser Rezeptbuch, aber da ist ja nicht drin. Geldscheißer ist auch dabei. Zaubertrank, Vomikum. Antikrankheitselixiere. Habe ich keinen Schuldstein? Wurde das einfach übergangen und wurde einfach gesagt, das braucht. Spielt keine Rolle. Dann habe ich ja Gewinn gemacht. Dann habe ich sogar genau 92 Gewinn gemacht, weil... Gott, was für ein Geräusch. Ich glaube, das ist schief gelaufen. So wie das klang. Das klang ja schrecklich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Licht. Und ich muss jetzt von der Seilerin weg... Tja, die Lagerhalle ist verschlossen. Das ist die Seilerin. Ich glaube, ich muss sowieso woanders lang. Hier. Dann nach Norden. Da sind die 2 Hütten zur Unterstadt. Und dann, ja. Okay, gehen wir nochmal zum Geist. Auch wenn hier eine interessante Lagerhalle ist, eigentlich. So. Und da ist wieder das Geistergebilde. 20 Uhr. Könnte noch zu früh sein. Müssen wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir können ja in die Taverne gehen und uns da noch ein bisschen Bier holen, damit hier nicht jeder mutlos ist. Denn Alkohol erhöht den Mutwert. In der Hafenmaid. Die Hafenmaid ist gut besetzt, besucht. Alle Tische sind besetzt, bis auf einen, an dem ein einzelner Mann sitzt. Offenbar ist er nicht sehr beliebt. Wollt ihr euch zu ihm gesellen? Ja klar! Der Mann schaut überrascht auf, als ihr seinen Tisch ansteuert.